das ist Fortsetzung folgt. Gerade unterhalb des Wald, immer ein bisschen im Schatten. Eine Heimat für die, die nicht nur die Sonnenseite des Lebens kennen. Das ist die Linderstrasse zu Luzern. Sie hat schon immer ein bisschen einen anrüchigen Ruf gehabt in der Gegend. Aber in den letzten Jahren ist hier viel gegangen. Nur 200 Meter lang ist die Linderstrasse. Und gleich trifft man hier die ganze Welt, wenn man genau anschaut. Die beiden Doc-Autoren Beat Bieri und Rudi Leuthold haben vor 8 Jahren ein Porträt gemacht von dieser Strasse und von ihren ganz unterschiedlichen Bewohnerinnen und Bewohnern, die hier auf engem Raum miteinander schlagen müssen. Schauen wir zurück auf die eindrücklichsten Momente aus dem Film. Das ist die Lindenstraße, ausgangs der Stadt Luzern. An dieser unscheinbaren Straße im Reusstal in der Gemeinde Litau leben Menschen aus 22 Nationen. Hier ist die Welt ein Dorf. Und das Drama, das sich im Kleinen abspielt, ist auch ein globales. Fremde erobern neues Territorium, die Einheimischen verteidigen ihre Identität. Da hat es fast keine Schweizer mehr. Eben, das ist schade. Die sind einfach ausgezogen. Die sind nicht so blöd wie ich. Ich habe immer gedacht, ja, das kommt wieder anders. Ich habe gedacht, also, ich tue jetzt nicht einfach den Schlegel wegrühren. Das kommt vielleicht anders. Aber nein, es kommen alles Ausländer. 95% Ausländer. Ja, ja. Ich gehe mit meiner Laterne. Die kleine Lindenstraße ist in den Schatten des Zimmer Eckwaldes gedrängt. Keine privilegierte Wohnlage, aber günstige Mietpreise. Nur die Mieter sind nicht immer so, wie sich Frau Rey, Hauswartin an der Lindenstraße 46, wünschte. Wieder gibt es Ärger, diesmal mit den Störungen der Nachbarn. Siehst du, das ist Katastrophe. Ich musste ja meine auch putzen im Schlafzimmer. Und du halt sagen? Ja, ich habe es jetzt gesagt. Darum bin ich da nicht gewesen. Ich dachte, jetzt muss ich doch gehen. Seit 34 Jahren wohnt Frau Rey mit ihrem Mann Robby an der Lindenstraße Nummer 46. Und so lange schon sorgt sie für Ordnung im Haus und Anstand im Quartier. Es ist Frühling und allerlei Blumen und Pflänzchen sprießen im Kindergarten von Helen Machta. Übrigens die einzige Schweizerin in der bunten Stube. Ich heiße Albina. Und ich spreche Albanisch. Und meine Blume heißt Zauberblume. Auch die Liebe sprießt an der Lindenstraße. Und vielleicht gibt es nirgendwo sonst so schöne und so schwierige Liebesgeschichten wie hier, wo die ganze Welt zusammentrifft. Und wo Hilda, die holländische Krankenschwester, verliebt ist in ihren nigerianischen Mann Sam und das gemeinsame Kind. In Nigeria gibt's Lagos. In Nigeria gibt es Lagos, 10 Millionen Menschen. Es ist ein wenig wie die Lindenstraße. In dieser Straße hier gibt es ebenfalls Restaurants, Bordelle. Die Menschen sitzen draußen, wenn es heiß ist, trinken, lachen. Mich erinnert das an Lagos. Wenn es heiß ist, wenn es heiß fällt, trinken, lachen, ja, wie Lindenstraße. Im Restaurant Gartenhaus, einem der zwei Wirtshäuser an der Lindenstraße, geht es hoch zu und her. Die Gäste von Vreni und Brigitte Keller kommen von weit her. Ausländer sind selten dabei. Das Restaurant Gartenhaus ist ein Rückzugsgebiet der Schweizer. Der Umgangston hier ländlich rau und die Musik mit Vorliebe urchig. Das sind die kleinen und großen Geschichten der Lindenstraße. Die Kinder spielen mal wieder Fußball, wo sie nicht sollten. Frau Ljubica macht ihren Laden auf. Ja.
Und alle Geschichten, ob sie böse enden oder gut, finden zuverlässig ihren Weg in den Coiffeursalon von Carmen. Denn Carmen kennt alle. Carmen ist die gute Seele des Quartiers. Nach der Lehre hatte ihr Vater gleichsam als Überraschung für sie dieses Lokal gemietet. Zuerst bin ich natürlich auch ein bisschen verschrocken, wie viele Leute verschiedene da unten so hat. Ja, und da hatte ich als Frau auch Schiss, muss ich sagen. Also, ich bin dann auch zwei Pfefferspray holen. Früher hat man ja noch einen Waffenschein haben für die. Ja, weil ich einfach ein bisschen Schiss hatte. Und da habe ich auch gerade bekommen, weil sie gewiss sind, dass ich da unten arbeite. Ja, und dann bin ich hier runter. Und ich muss aber sagen, es war gut. Ich hatte am Anfang sicher ein bisschen Probleme mit den Jugoslawen. Sicher, wo, wenn du als Frau bist, da schon ein bisschen frei willst. Das ist die Lindenstraße Nummer 25. Das Haus, das die Fensterläden stets geschlossen hat, um nicht die Quartierwächterin zu erzürnen. Frau Rey. Osteuropäerinnen bieten hier ihre Dienste an. Auch sie gehören zu Carmens Kundinnen. Für die Frauen von 25 muss bestimmte Frisuren machen. Nein. Sind auch sehr nette, einfache. Es ist natürlich interessant, ein bisschen zu erfahren. Ich frage natürlich, was sie so machen. Ja, ich bin einfach. Und sie erzählen, dann mache ich das. Nein, ist gut, wirklich. Also, ja. Ja, das machen sie so. Ja, eben, der ganze Service. Nein. Soll ich das sagen? Ja. Seit 14 Jahren arbeitet Carmen jetzt schon an der Lindenstraße und in dieser Zeit ist ihr Coiffeursalon zur Nachrichtenbörse des Quartiers geworden. Carmen weiß einfach alles. Etwa, was dem guten Ali wieder passiert ist, gerade jetzt, heute Morgen. Man glaubt es kaum. Ali Zaidi, Roma aus Kosovo, ist Hauswart in der Nummer 34. Und heute Morgen trifft er hinter seinem Haus auf ein halbes Bettgestell und die zerbrochene Heckscheibe seines Autos. Das Bett flog aus dem Fenster eines Schweizer Nachbarn. Ich bin gegen Schweizer, aber ich lebe mit den Leuten. Aber für was macht der Herr das? Weiß nichts. Herr ist gegen das Land oder für was? Weiß nichts, ich das selber sage. Ich weiß auch nichts. Ich lebe 15 Jahre in der Schweiz. Kein Problem, ich bin Schweizer. Und für was? Aber ich weiß es auch nicht selber. Das ist nicht korrekt so. Die Lindenstraße und ihre Menschen vor 8 Jahren. Und jetzt sind wir wieder da, um zu schauen, wie es mit diesen Menschen weitergegangen ist. Und etwas, was es noch gibt, das ist die Nachrichtenbörse und auch ein bisschen das Herz dieser Lindenstrasse. Das ist der Coiffeursalon von der Carmen Ineichen. Da gehen wir jetzt schauen. Von außen sieht der Carmen ihren Coiffeursalon aus wie eh und je. Aber hinter den Kulissen rumort es. Ein Investor hat das Haus gekauft. Es ist der gleiche, der schon die halbe Lindenstrasse gehört. Auch das Restaurant Gartenhaus ist ihm. Da setzt man jetzt neuerdings auf feines Essen für eine urbane Kundschaft und nicht mehr auf den Stammtisch. Wie erlebt Coiffeurs Carmen den Wandel? Hallo. Hallo. Grüezi, Frau Ineichen. Ich bin Carmen. Carmen, Mona. Freut mich. Hallo. Wir kommen wieder vorbei nach 8 Jahren. Schön. Also dich gibt es noch, da sind wir schon mal froh. Ja, mal, mich gibt es noch. Ja. Seit 22 Jahren ist Carmen Ineichen jetzt schon an der Lindenstrasse am Haarschneiden. Und nicht wenige von ihren Kunden sind ihr in dieser ganzen Zeit treu geblieben. Was ist gelaufen in der Lindenstrasse in den letzten Jahren? Hat sich verändert? Dass so viele liebe Leute sind weggezügelt, die ich gekannt habe, die nicht mehr da sind. Ja, eben Restaurantwechsel hier mit dem Gartenhaus. Mhm. Schade. Ja, ist für mich natürlich das Highlight war, um zu arbeiten. es ist einfach etwas gelaufen. Ja. Also da ist der ganze Tag, da hast du nicht mehr ins Stadttheater, da hast du nur eine halbe Stunde drüber hacken und da hast du, ja, ist einfach lustig gewesen. Und das ist schon, das habe ich brut, das für mich ist heute noch. Und es ist viel ruhiger geworden. Das hat ja, ja. Ein Investor einen Teil von der Häuser gekauft. Was ist das für eine Entwicklung alles in allem? Wo geht das hin? Ich sage nicht, das wird viel wahrscheinlich da nicht kaputt gemacht. Also einfach anders. So wird sehr groß, ich glaube, schon eine starke Veränderung geben, seitdem, dass da eben die Immobilien kauft und umbaut und er hat jetzt so eins und das andere. Posten, nachher ist das dran gekommen.
Das? Ja, diesen Teil hat er gekauft. Und jetzt sieht es aus, dass er in einem Jahr oder so umgebaut wird. Es wird wieder vergrössert. Wie es mit mir aussieht, das weiss ich leider auch nicht. Ja, wie es weitergeht, ob ich bleiben darf oder ob ich muss gehen muss. Ja, also jetzt kann ich noch gar nichts sagen. Wie's... Hast du das Gefühl, dass auch du bald keinen Platz mehr hast an der Lindenstrasse? Ich sage es mal so, ja. Ich denke, ja. Ja. Dass es nicht mehr lang geht. Und dann bin ich auch nicht mehr da unten. Ja. 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 Das sind keine guten Neuigkeiten von der Carmen. Wir kommen später dann noch mal zu ihr zurück. Die Frau Rey, die Mutter Helvetia von der Lindenstrasse, hat sich bei ihr zum Haarschneiden angemeldet. Gerne würde ich jetzt schauen, was läuft und geht im Restaurant Gartenhaus. Aber es ist noch zu. Es hat nur noch am Mittag und am Abend offen. Alles ist renoviert. Den Charme vom Alten hat man aber beibehalten. Da ist einiges gegangen beim Gartenhaus. Vor 8 Jahren hat es hier ganz anders ausgesehen. Die Beiz und ihre Menschen haben wir im alten Film so erlebt. Es gibt nur eine dumme Frau auf dieser Welt und jeder meint, er hat. Ja, ja. Gratuliere. Ja, ja, ich dir auch. Weißt du, das Schlimmste kann passieren, wenn du in das Hochzeit gehst und sagst, gratuliere, dass er deine zukünftige Ex-Frau. Das ist das Restaurant Gartenhaus an der Lindenstraße. Und hier verteidigen die Einheimischen ihre Volkskultur. Zwei Schwestern führen das Gartenhaus, Brigitte und Vreni Keller. Brigitte wollte schon immer gerne wirten, ging aber nicht gerne zur Schule. Schließlich, um ihrer Schwester den Traum zu erfüllen, hat Vreni die Wirteprüfung gemacht. Ich kenne das Gartenhaus schon seit früher. Es ist ein bisschen urchig gespannt und das gefällt mir noch. Meine, wir sind 8 Kinder und sind immer ein bisschen lustig. Oder? Und nicht so steif. Darum bin ich gerne so in ein Spüntal. Ich bin mir die Unterhalterin, sie ist ein bisschen ruhiger. Aber sie macht es, sie ist gut. Eben, sie ist, bei den Zahlenbeigen ist sie gut. Oder? Sie sagt alle schon wieder, wenn ich Zeug kaufe, ist nicht nötig. Und so. Und ich bin die etwas locker ist und etwas lustig mit den Gästen. Ist. Und da sind doch immer wieder schwierige Kunden zu bedienen. Ja, wie der hier hinten zum Beispiel. Ja. Entweder hat er Geld, oder? Dann zahlt er schön und dann willst du wieder mal einkassieren, hat er einfach nichts im Sack. Nein, hör auf, komm. Und dann mache ich es einfach so, wenn das nächste Mal kommt und nicht gerade zahlt, dann müssen sie zuerst zahlen und dann kommen sie sonst nichts zu trinken. Über. Genau. Zum Beispiel so. Und ja, es gibt verschiedene, ich habe einfach verschiedene Methoden, kann ich jetzt nicht gerade sagen. Je nach Situation. Ja. Wir sind einfach schon sozial noch eingestellt. Also meine, ja, das kommt auch von unserer Familie, von der Kindheit. Ja. Ja, wir müssen die Mutter immer müssen schauen und machen. Sie hat alle Kleider selber gemacht. Und nicht so einfach. Der Vater war nicht so einfach. Und eben darum. Können wir das auch in die Also am Anfang war ich das grosszügig und alles gegeben. Und dann wirst du einfach ausgenutzt. Das heißt, jetzt musste ich auch ein bisschen abgrenzen. Und manchmal bin ich richtig stolz, dass ich das langsam im Griff habe. Jeder, der mir meint, könnte auch wieder schnell in seine Story durchziehen. Am Abend kommst du um 6 Uhr heim und die Frau streckt schon ihre krummen Beine. Doch du willst lieber etwas anderes machen, als dich befassen mit sättigen Sachen. Drum gibt's auch jetzt einen neuen Trick und heisse tut den leise Quick. Ja, Frau, noch selber vögeln leise. Wir kaufen den Stab im Leise. Das hat Coiffeuse Carmen vermutlich gemeint, als sie vom Stadttheater geredet hat. Aber wo sind die Leute vom Stammtisch von seiner Zeit? Die sind wir gesucht und gefunden haben wir ein Haus weiter. Im Restaurant auf der anderen Strassenseite
treffen wir auf bekannte Gesichter. Der Stammtisch hier ist auch am Morgen schon gut besetzt. Also die alte Heimat im Gartenhaus, die haben wir verloren. Ist das hier eine neue? Ja, das ist eigentlich eine neue. Uns passt ja da, du siehst, oder? Er bringt immer Käse und Brot. Weisst du, ich habe schon gedacht, wenn das Fernsehen da ist, gäbe es Fleisch, aber lassen wir das. Im neu zurechtgemachten Gartenhaus fühlt sich der Stammtisch nicht mehr wohl. Nicht nur wegen dem Rauchverbot. Wir wollen ja morgen um 9 Uhr eins nehmen, oder? Die ersten 11 Uhr auf, oder? Also was soll das? Und Kellers, die beiden Wirtinnen? Die haben nie mehr. Nicht mehr? Nein, die haben wir nie mehr. Ich gehe wieder. Ich habe das Lädchen aufgemacht und wieder zu und wieder zu. Und dann etwas. Nein, in dem alten Gömpung. Ja, das ist Brigitte. Der Rödeltante. Das können wir nicht, das macht doch nichts. Doch nein, ja. Die Wirtin Brigitte ist jetzt also eine Trödeltante. Sie ist weg von der Lindenstrasse und auch weg von Luzern, erfahre ich von den Männern am Stammtisch. Seit ein paar Monaten führt sie eine kleine Brockenstube zu Horb. Wir dürfen sie schon besuchen, sagt Brigitte, auch wenn sie nicht gerne ans Gartenhaus zurückdenke. Sie vermisst es zu fest. Immerhin hat Brigitte Keller dank dem Laden noch mit Menschen zu tun. Und ihre Schwester Vreni, die eigentlich an einer Autobahnraststätte arbeitet, kommt auch viel aushelfen. Hallo? Ja, wenn wir so schnell. Bei Ihnen beiden hat man immer das Gefühl, Sie seien ständig beschäftigt. Haben Sie überhaupt Zeit, um noch schnell zu suchen zu sitzen? Ja, sicher. Könnten wir das noch schnell? Seit über 4 Jahren tun die Schwester Keller nicht mehr wirten. Aber einen Teil des alten Lebens haben sie trotzdem mitgenommen. Ah, aber ist das ein Stammgast, oder? Ja. Der ist geblieben. Ja, der ist geblieben. Und sonst, wenn wir jetzt mal zurückschauen an die Zeit, die wir in diesem Film sehen, wo ihr Beizerinnen waren vom Gartenhaus. Wenn sie könnten, sie würden jederzeit wieder zurück an die Lindenstrasse ins Gartenhaus. Ja, sicher, ja. Es wäre wahrscheinlich nicht mehr die gleiche. Ja, es wäre vielleicht schon nicht mehr das ganz gleiche, aber wir könnten sicher wieder etwas aufbauen, ja. Oh ja. Ich denke, wir wären heute noch dort, oder weiss ich manchmal. Ja, wenn es das nicht alles. Ja. Aber es hätte vielleicht müssen sein, dass wir jeden Gang retour gehen, weil wir haben wirklich so viel gearbeitet, manchmal Stunden und 7 Tage und ja. Später. Was war denn das für eine Geschichte, dass ihr überhaupt weggegangen sind vom Gartenhaus und von der Lindenstrasse? Ja, warum? Es ist eine Geschichte, wenn er reinkommt und so viel Geld hat. Und nein, es war eigentlich so. Also, sinnvoll Gastro hat das übernommen. Weil sie haben die Dinge auch ein bisschen umgebaut und so. Und dann haben sie es noch darüber genommen. Und dann haben wir noch im Angestelltenverhältnis dort arbeiten. Ein Jahr lang? Also, vielleicht wäre es auch länger gegangen, aber ich bin dann krank geworden. Und dann haben sie gesagt, also, du machst jetzt ein neues Konzept. Und dann hat sie dann also, so schnell ist es gegangen. Also, es ist schon Kündigung und ja, es ist so schnell gegangen. Also, in 3 Wochen sind wir gegangen. Es, ja. Ja. Dann sind Sie noch mal gewesen, oder in der Strasse? Ich bin nicht mehr gewesen, nein. Das macht mir zu fest irgendwie weh. Gell, Brigitte? Mit der Zeit ist es langsam gegangen und dann habe ich es überwunden. Dann fahre ich immer noch durch und schaue immer. Aber es ist so leer und ruhig. Ja. Aber die Coiffeuse ist noch dort. Aber ich denke, für sie ist sie da. Habe ich sie auch einmal gesehen. Sie hat gesagt, sie hat schon nicht mehr das Gleiche. Für das, was kommt in die Zukunft und dass da etwas kommt, also da sind wir zuversichtlich. Ja. Alles Gute. Ja, danke vielmals. Frau Keller, danke vielmals. Alles Gute. Adi, danke. Zurück an der Lindenstrasse. Es ist jetzt Mittagszeit. Langsam wird es hier lebiger. Und auch das Gartenhaus hat jetzt offen. Seit 3 Jahren läuft das Restaurant unter der neuen Führung. So wie es aussieht, gehen die Geschäfte ordentlich. Ich habe keine Zeit für uns. Es läuft ein bisschen viel. Das Konzept des Gartenhaus: Es gibt nur ein Menü. Wer schafft die Küche, sorgfältig kochen. Dürfen wir schneller, oder ist es gerade ja, sehr ungünstig? Stimmt doch gar kein Problem.
An der Lindenstrasse hat man wirklich das Gefühl, da ist die ganze Welt ein bisschen zuhause. Was ist so der grosse Traum jetzt mit dem Gartenhaus? Der grosse Traum mit dem Gartenhaus ist eigentlich, dass er sich in die Gesamtkonzeption Lindenstrasse richtig einfügt. Wir wollen mit dieser Strasse weiterkommen, wir wollen mit dieser Strasse einen Schritt noch weiter gehen, dass das der Platz wird, wo die Leute kommen zum Verweilen, wo sie sagen, hey, das ist ein cooler Ort und wir gerne unsere Zeit verbringen. Super. Danke vielmals. Der Abend wartet. Gesamtkonzeption Lindenstrasse. Aha. Was das ist, muss uns der Eigentümer vom Gartenhaus erklären. Ihm gehört hier nämlich auch noch ein Musikbeiz, eine Kunstgalerie und eine Open-Air-Bar. An der Lindenstrasse gehört alles mit der Zahl 13 drin am gleichen Mann. Er hat ein Flair für alte Sachen, die man aufpolieren kann, hat man mir gesagt. Das Auto passt also ins Bild. Das geht da der Chef persönlich. Ich war nicht angezeichnet, aber. Der Breitschmied, oder? Der Uli Breitschmied ist ein erfolgreicher Geschäftsmann. Ihm gehört eine Firma, die Zahnbürsten und Dentalprodukte herstellt. Jetzt investiert er sein Vermögen in Weinbaugebiete und Immobilien, wie hier an der Lindenstrasse. Uli Breitschmied, schön, dass Sie gerade noch schnell vorbeigekommen sind, weil ich gehört sagen, hier gehöre Ihnen inzwischen eigentlich schon die ganze Lindenstrasse. Das wird viel übertrieben. Aber was gehört jetzt hier alles Ihnen? Wie viele Häuser sind es und welche? Ja, ich würde sagen, etwa die Hälfte von allen Häusern an dieser Strasse. Ja? Ja. Das sind gleich viele. Ja, ja. Quasi nicht zählt. Nein, es ist natürlich schon so, damals, als ich das erste Haus gekauft habe, das ist irgendwann vor 15 Jahren, hat kein Mensch etwas kaufen wollen. Das Gartenhaus, das wir gesehen haben, im Doc-Film mit Brigitte und Vreni Keller, die sind weg oder die müssen weg. Sie waren nicht begeistert. Sie haben gesagt, ja, wenn halt ein reicher Mann kommt, der alles aufkauft, da hat es in dem Fall nicht nur gute Stimmung gegeben. Ja, sie waren ja relativ lang getroffen, was schon mir gehört hat. Aber wo wir dann sehen, wie wenn die Strasse anders entwickeln, ist das Gartenhaus natürlich der Dreipunkt, wo, wenn man das kippen will, weil wir ein anderes Publikum wollen, an die Strasse bringen. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist schade aus der Sicht von, um die Multikulti auf deren, auf, sagen wir, auf Low Level zu behalten. Das haben wir nicht wollen, oder? Wir haben gesagt, wir wollen in die Strasse lüpfen. Also. Das, was Sie machen, ist Aufwertung, oder? Ja. So wie Sie sind. Sie renovieren die Häuser renovieren. Andere sagen, ja, da werden viele, die vorher noch Platz hatten, die werden vertrieben, weil die Preise steigen natürlich auch. Die nie einen Platz finden, die haben jetzt auch an der Lindenstrasse keinen mehr. Das ist dann die andere Seite. Also die gibt es, die Seite? Ich bin ganz konkret von meiner eigenen Tochter kritisiert worden, weil sie jemanden kennt, der gerade in diesem Haus hier gewohnt hat. Ich sagte, Papi, das kannst du nicht machen. Dann habe ich gesagt, ja, tut mir leid. Manchmal musst du. Warum? Also, ja, weil es ist wirklich in einem so schlechten Zustand gewesen, das hast du sanieren müssen. Es war jetzt nicht so, gewesen, dass das eine Luxussanierung war, wo man gesagt hat, es wäre nicht nötig, sondern es war wirklich ein Zustand von 30er Jahren. Ein Haus, wo es noch etwas zu diskutieren gibt, das mit dem Coiffeurgeschäft von der Carmen Ineichen. Da haben wir gehört, sie müssen allenfalls auch weg nach so langer Zeit an der Lindenstrasse. Was ist da der Stand? Also wir haben, wenn sie da raus müssen, ich nehme seinen Ersatz über, zum Beispiel auf dieser Seite nehmen. Also, das ist... Nein, wir wollen sie schon da behalten. Aber es ist natürlich jetzt so, dass das Lokal durch einen Umbau, den wir gemacht haben, ganz anders daherkommt. Und dass wir dort schauen müssen, dass wir zum Beispiel noch jemand anderes zu ihr, dass man das für sie auch noch ein bisschen besser nutzt insgesamt. Oder? Das ist natürlich sehr schlecht genutzt, jetzt, der Stock. Was haben Sie für eine Vorstellung, was aus dieser Lindenstrasse könnte gehen? Also, mein Ziel ist es, das zu dieser Ausgangsmeile zu machen von Luzern. Wie lange geht es, bis die Lindenstrasse im Monopoly einen fixen Stein bekommt? Sicher nie, das kommt sicher nie. Also, ich habe früher als Kind gerne Monopoly gespielt, solange ich gewonnen habe. Und wenn ich dann nicht gewonnen habe, bin ich verrückt worden. Ja, ja. Verlieren ist auch nicht jedermanns Sache. Gewinner und Verlierer. Bei der Aufwertung der Lindenstrasse gibt es beide Seiten.
In den oberen Stöcken des Gartenhauses vermietet Uli Breitschmidt frisch renovierte Vierzimmerwohnungen für stolze 2'500 Franken pro Monat. Die ersten Mieter suchen gerade ein. Ein Breitschmidt, sein grösstes Kuchenstück an der Lindenstrasse, ist der Hausblock gerade anfangs vom Quartier komplett erneuert. Da hat es Wohnungen für Leute, die temporär eine Unterkunft brauchen. Ab 200 Franken pro Woche für ein WG-Zimmer. Die Mieter von früher mussten alle raus. Frau Rey hat auch in diesem Haus gewohnt, im ersten Stock. Sie ist aber schon ein paar Jahre vorher von der Lindenstrasse weggezogen. Auf diesem Balkon ist sie einmal gesessen, die Hanni Rey. Und nicht alles, was sie von hier aus gesehen hat, hat ihr gefallen. Aber Frau Rey ist standhaft geblieben und hat für Recht und Ordnung gesorgt. Wir machen noch mal eine Zeitreise ins Jahr 2007. In der Nummer 36 verteidigt Frau Reh, die Mutter Helvetia der Lindenstraße, die Hausordnung und das Territorium ihrer Parkplätze. Und wer weiß, auch ihre Idee davon, was die Schweiz ist und wie sie sein sollte. Jeder Mensch ist anders, oder? Kulturen sind anders. Ich denke mir einmal nur, wenn sie hier in der Schweiz sind, sollten sie sich ein bisschen anpassen. Nur befindet sich Frau Reh an der Lindenstraße schon längst in der Minderheit. Und immer mehr Ausländer kommen von überall her. Man hat doch früher immer über die Italiener geschimpft. Kann ich Ihnen sagen, die sind 100-mal besser als die Jugoslawen. Den Frieden von Frau Reh störten überdies auch schon afrikanische Asylbewerber. Die wohnten drüben, in Nummer 27 und 29. Ja. Wir wollten nicht haben, dass die hier schütten, oder? Das ist ihr Areal, da sollen sie hier hinten oder ins Schulhaus schuten. Aber nicht da, wo das ist ein Autoabstellplatz und nicht ein Schuttiplatz. Und das hat es dann, glaube ich, gegeben, weil ich ausgerufen habe. Und dann hat er mir gerufen, du, bis morgen hast du deinen Bauch offen, ich schlitze dir den Bauch auf. Ich dachte, Jesus, Gott, noch mal. Was wir noch Probleme haben bei uns mit unseren Leuten. Beim Karton wissen sie noch nicht, was Karton ist. Auch die hier vom 29, was sind jetzt das, Japaner? Und die haben so viel wahr bei der Kartonsammlung. Papier, Bücher, Koffer, alles Mögliche haben die da. Und ich habe alles genommen, weil ich gesehen habe, von den Adressen, ist vom 29, das hat man nichts gesehen, alles beim 29 bei der Wand hineingerührt. Jetzt habe ich ganz heißes Wasser genommen und habe das an die Mauer getatscht. Mit dem Kessel. War das nötig? Ja, das war nötig. Ja. Weil das ist schlimm, wenn die da so an die Wände seichen. Es gibt ja noch andere Orte, wo sie ihre Sachen könnte verrichten könnten, aber nicht gerade immer an der Hauswand. Die Hauswand wird so wüst. Nein, aber sonst bin ich zufrieden. Es ist viel besser, wie das schon war. Zurück in der Gegenwart, zurück zum Coiffeursalon der Carmen. Wie abgemacht treffen wir hier Hanni Reh wieder, 8 Jahre nach dem Film. Ich bin halt dafür etwas silbrig geworden. Aber schön. Aber sonst, also hat man, wenn man sie jetzt anschaut, hat man das Gefühl, das sind 7 oder 8 gute Jahre, die sie hatten. Ja, ich hatte eben immer die Dauerwelle vorher und jetzt 2 Jahre nicht mehr. Oder ein gutes Jahr. Wir tun ein bisschen frisieren, gell? Ja. Haben wir gesagt, gell? Ja. Ja, dann kann ich dir gerade in den Ausgang hin. Unbedingt. Hier an der Lindenstrasse. Es läuft jetzt, fängt viel da. Ich war am Abend nie mehr in der Lindenstrasse. Und ich muss sagen, ich gehe am Abend, wenn mich nicht vor der Tür jemand abholt mit dem Auto, gehe ich am Abend nicht mehr fort. Warum? Weil ich Angst habe. Passiert so viel. Wie lange waren Sie an der Lindenstrasse jetzt? Also 25 Jahre ganz sicher habe ich Abwart gemacht davor. Ich war wirklich gerne da unten, aber plötzlich ist halt das nicht mehr gegangen. Warum ist es nicht mehr gegangen? Bei mir? Mhm. Das ist aus privaten Gründen bin ich raus. Weil ich einen Partner hatte und ich will nicht mehr über das reden. Ja. Ja, ja. Aber das ist vorbei.
Aber Frau Rey, wer schaut denn jetzt in der Lindenstrasse zum Rechten, wenn Sie nicht mehr sind? Ja, Carmen ist auch noch ein bisschen da. Ich kann es ihr übergeben. Das ist gut. Ja, ja. Das ist gut. Das ist schon gut. Ja, gut. Ich frage Frau Rey, ob sie noch schnell mit mir zu ihrem alten Wohnhaus führen kommt. Dort ist ja einiges am Tun. Wiedersehen. Ciao, Harry. Tschüss. Zola. Und jetzt wollen wir da vorne laufen? Jetzt gehen wir genau dort hin. Und jetzt da, sehen Sie. Dort sitzen doch jetzt Leute draussen. Ja, und die sind ihre Nachbarn dort? Ja, ja, ich bin dort, wo die Flaschen sind. Dort bin ich gesehen. Ey, leck mir, was machen sie da? Da haben sie ja Maschinen aufgestellt. Jetzt gehen wir schnell schauen. Ja, ja. Ah ja. Und das Haus? Ah, das habe ich jetzt. Ja, das ist natürlich schön gemacht. Ja, das hat vorher ganz anders ausgesehen. Und da habe ich natürlich immer schön gejettet. In diesen Rabatten. Ja. Ja. Aber was machen Sie jetzt echt da? Wissen Sie das nicht? Nein, aber das können wir natürlich herausfinden. Ja, das glaube ich. Das würde mich auch interessieren. Ja. Sie wohnen hier drin? Die Frau am Fenster ist die neue Hausverwalterin. Ah, Entschuldigung. So quasi die Nachfolgerin von der Frau Rey. Ah, da sind Sie, Frau Haas. Ah, das freut mich. Das freut mich. Aber darf ich jetzt fragen, was mache ich jetzt hier? Eine Weinhandlung gäbe es. Ja. Wie sieht es denn jetzt aus? Wir sollen doch am besten gerade reinkommen, sagt Frau Haas. Können wir schnell schauen? Die alte Wohnung von der Frau Rey ist gerade von einem temporären Mieter besetzt. Darum schauen wir nebenzu rein. Ja, das war das Kinderzimmer, oder ist das? Ah, schön. Ja, das ist wirklich schön. Tipptopp. Hey, Decken, Küsse, alles. Kommt es Ihnen noch ein bisschen bekannt vor? Ja, ja. Schon mit dem Zimmer oder mit der Küche. Die Küche, das Braunen ist ja immer noch gleich. Also, wir haben es gestrichen. Ja, also von dem her, aber auch braun. Oh, das ist ja schön. Wir hatten orangebraun. Ja, ich weiss noch. Also, wenn man hier abkratzt, kommt es wieder vorne, gell? Ah, ist es nur angemalt? Es ist gestrichen. Das Orangebraune ist noch drunter. Ja. Aber schön, Mama, die Küchen kenne ich gut. Ja, das ist super. Ich probiere jetzt in Schuss zu halten. Wissen Sie was, Frau Haas? Ja, dann komme ich einmal in die Ferien für einen Monat runter. Ja, sicher. Ja, das hat mir ja mehr oder weniger immer gefallen. Und ich finde das jetzt ganz toll, dass Sie uns hier geladen haben. So einen Haag hat es bei uns nie gegeben. Nicht. Den haben wir halt neu gezogen. Dass es wieder ganz oben war. Schade. Es gäbe gleich noch etwas zu tun für Sie hier. Ja, ja, jetzt mag ich nicht mehr. Und jetzt, Frau Rey, wie kommen Sie heim? Ja, jetzt laufe ich da vorne. Da vorne ist die Bushaltestelle, dort steige ich ein. Ja. Und dann bin ich dann gleich daheim. Also, ich wünsche Ihnen alles Gute. Ihnen danke auch. Es hat mich riesig gefreut. Danke, Frau Fetsch, und ein anderes Mal. Auf Wiedersehen, Frau Rey. Ja, auf Wiedersehen miteinander. Da geht sie, Frau Rey. Und mit ihr auch ein Stück Schweiz, wo das Gartenhägli noch in Ordnung ist. Ja, es hat sich vieles verändert an der Lindenstrasse. Menschen sind weggezogen, Häuser sind umgebaut worden, Liebende haben sich getrennt. Aber einer fehlt noch. Der Ali Seidi, dem, wo das Bett aufs Auto gefallen ist. Ali Seidi. Roma aus Kosovo, seit 15 Jahren an der Lindenstraße, Hausmeister der Nummer 34, putzt die Unterrichtsräume des Utenberg-Schulhauses in Luzern. Ali kam 1993 als Kriegsflüchtling in die Schweiz. Zwei seiner Kinder kamen hier zur Welt. 2002 bekam er den Bescheid, er müsse das Land wieder verlassen. Die Mitschüler seiner Kinder sammelten Unterschriften für die Familie. Ali legte Rekurs ein. Noch zweifelt die Asylkommission in Bern, ob sie es den in ihrer Heimat verfolgten Roma zumuten kann, nach Kosovo zurückzukehren. Und alles Krieg, alles kaputt, einen Bausch, Hose und alles, habe ich alles kaputt. Haben wir nichts, Tunde, nie. Und alle zwei Kinder geboren in der Schweiz,
Der Sohn ist in zweiter Klasse, die Tochter ist im zweiten Kindergarten. Die Frau arbeitet, ich selber auch arbeite. Ich weiß nicht, wie läuft das. Und ich hoffe Glück, wenn Katie bleibt in der Schweiz. Alle integriert. Ich bin die gleiche wie eine Schweizer fast. Kinder reden der Schweizer Deutsch. Ja, mit Kindern so reden Schweizer Deutsch und Frau. Mit Frau reden manchmal Albanisch so, aber keine Zeit hat zusammen reden viel. Immer mal Arbeit. Immer schaffen. Ali und seine Familie hoffen jetzt, dass sich die Gnadenfrist einer provisorischen Aufenthaltsbewilligung so lange erstreckt, bis es nicht mehr möglich ist, die Kinder ihrer neuen Heimat zu entwurzeln. Seine alte Heimat aber hat er nicht vergessen. Und wann immer es geht, auch an Hochzeiten und Festen, spielt Ali die Musik der Roma. Als Probelokal dient eine alte Baracke hinter dem Haus an der Lindenstraße. Ein Lied hat Ali selbst geschrieben. Es handelt von einem 20-jährigen Roma, der ohne Familie in die Schweiz kommt und sich allein im neuen Land in Schnee und Kälte zurechtfinden muss. Da war doch noch was? Ah, die kaputte Heckscheibe des Autos, das halbe Bettgestell, das aus einem Fenster flog. Hat jemand den Schaden bezahlt? Bring nicht mit dieser Wasch. Mit dieser Sache bringst du nichts. Vergiss es das. Bleib ruhig und fertig. Was machen? Nix. Schwer ist das. Das ist die Abfahrtsphilosophie von Ali Seydi, Roma aus dem Kosovo, Vater von 4 Kindern, provisorische Aufenthaltsbewilligung. Den Ali Seydi 8 Jahre später wieder zu finden, ist einfach. Ich muss einfach der Musik nach. Da sind wir richtig. Oi. Herr Seydi. Grüezi, Mann. Freut mich. Schön, Sie zu sehen. Sie wohnen noch an der Lindenstraße. Wir immer noch da. Fast 24 Jahre bin ich der gleiche da. Familie, wie geht's? Gut, tipptopp. Danke, von Gott ist alles gut. Zwei Sohn, zwei Tochter. Der ältere Sohn ist raus, der andere ist bei mir immer noch, der Jüngste. Also das heisst, in diesem Film haben die ja noch nicht gewusst, ob ihr in der Schweiz bleiben könnt. Ist noch provisorisch gewesen. Also jetzt haben die... Muss ich sagen, danke. Sonst wir eine bekommen die Schweizer Pass. Also wo schlafen, haben Sie es gesehen? Haben Sie es dort gerade dabei? Ja, bitte schön. Die Identitätskarte? Ja, sie. Ist es schwierig gewesen? Die Bürger ja, ist nicht so schwierig. Danke, von Gott, wir haben keine Probleme. Also, zum Sprechen bin ich nicht so ganz gut. Aber gut, ich finde etwas, eine Lösung immer noch lernen. Immer lernen, immer. Und da, sind Sie jetzt da der einzige Schweizer an der Lindenstrasse vorne? Nein, es gibt viele. Der, der in ein Bett ins Auto geworfen hat, wohnt der noch da? Nein. Also, ich weg, weiß nicht genau. Ich glaube, in Solothurn hat gegangen. Was ich das denke, weiß nicht, bin ich nicht sicher, oder? Aber ich sehe, ja, Menschen darfst nicht hassen. Der Leben ist kurz. Nicht lang. Ja. Eben. Muss man geniessen. Sie geniessen es immer noch beim Musikmachen. Ja, das ist mein Hobby. Das ist Hobby schön. Darf man etwas hören? Ja, kein Problem. Also. Der Ali Seydi, trotz dem Schweizer Pass, die Musik, die verbindet ihn immer noch mit seiner ursprünglichen Heimat.
die Lindenstrasse zu Luzern. Auch da steht die Zeit nicht still. Es ist zwar immer noch eine multikulturelle Strasse mit einem hohen Ausländeranteil, aber gleichzeitig wird an allen Ecken saniert und renoviert. Ob die Lindenstrasse wirklich einmal zu einer trendigen Ausgangsmeile wird, das allerdings steht noch in den Sternen. Nächste Woche tauchen wir ein in die Welt der Artisten. 2008 haben wir in einem Film gezeigt, was es für ein Programm vom Zirkus Knie alles braucht. In dieser Zeit waren Franco und Freddy Knie die klaren Chefe im Zirkus. Jetzt steht der Generationenwechsel an. Geraldine und Franco Junior übernehmen mehr und mehr das Zepter. Und was ist aus dem kleinen Pfüdi Chris geworden, der vor 7 Jahren zum ersten Mal auftreten ist? Zirkus Knie. Fortsetzung folgt in einer Woche.